Uli Borowka lässt es sich nicht nehmen, auch hier im schönen Zillertal mal vorbeizuschauen. Was verschlägt Sie hier nach Zell am Ziller? Wahrscheinlich Werder, wa? Ja, mit Sicherheit Werder. Ja, Holger Berger, Physiotherapeut, enger Freund seit der damaligen Zeit. Mit Frank Baumann mal kurz im Hotel ein paar Tässchen Kaffee getrunken, ein paar Sachen besprochen, angesprochen besser gesagt. Und natürlich wollte ich mal sehen, was so abgeht hier im Trainingslager. Es hat sich doch einiges verändert in der ganzen Zeit. Also. Was geht so ab? Was hat sich verändert? Ich sag mal, wenn ich das so sehe, die Mannschaft, wunderbar. Ich glaube, von der Größenordnung haut das alles noch hin, wie bei uns. Aber der Staff, der dabei ist, mit Co-Trainer, mit allem, was sich drum kümmert. Also wir hatten Mannschaft, wir hatten Otto Reagel und dann hatten wir Kalli Kamp. Und dann war Ende. Und hier sind, glaube ich, genauso viele, die sich um die Spieler kümmern, wie die Mannschaft selber die Größe hat. Bringt's was? Ich hoffe doch. Also in der letzten Saison hat es natürlich endlich mal was gebracht. Mit dem Abstieg nichts zu tun, ist natürlich für alle mal eine Erleichterung gewesen. Und ich gehe davon aus, dass das Ganze jetzt auch in dieser Saison übernommen werden kann. Ich glaube, die Mannschaft ist gut aufgestellt. Vielleicht hat Frank und seine Leute, haben die Chance, vielleicht noch 2, 3 Leute punktuell dazu zu bekommen. Ich würde es mir wünschen. Alle anderen Mannschaften rüsten ja auch auf, massiv auf. Aber es ist auch immer eine Frage des Geldes. Wenn heute einer, sagen wir mal, 1,90 ist und Kopfball kann und einigermaßen geradeaus laufen, der kostet 10 Millionen. Und das ist natürlich ein Problem. Wie kann denn Kruse zum Beispiel kompensiert werden? Das sprechen Sie wahrscheinlich auch so ein bisschen an, dass da noch irgendwas passieren muss. Na gut, ich glaube, Max Kruse hatte eine besondere Stellung und hat auch besonders gute Leistung in den Jahren gebracht, war ein Führungsspieler. Ich glaube, vielleicht kann man das Ganze so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen. Ja? Füllkrug würde ich mir natürlich wünschen, wenn das passt vorne drin. Dann haben wir den Klaassen, haben wir noch da. Und da muss der eine oder andere jetzt aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Und vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so schlecht, dass Max Kruse nicht mehr da ist und dass vielleicht 3, 4 andere jetzt diese Chance nutzen und das komplett kompensieren oder vielleicht sogar noch besser aufgestellt sind. Wer ist das zum Beispiel? Also wer sollte da noch mehr Verantwortung übernehmen? Aber wer hat in Ihren Augen auch so in der letzten Saison, Sie waren ja oft im Stadion, auch haben die Mannschaft sehr intensiv beobachtet, wer hat da wirklich so einen großen Sprung auch gemacht? Ja, ich glaube, dass man sieht, dass beim Friedl einiges im Kommen ist. Er brauchte mit Sicherheit auch eine Eingewöhnungszeit. Aber Rašička hat sich ja entwickelt in den letzten Monaten. Das war ja phänomenal. Wenn er das beibehalten kann, ist er natürlich ein Kandidat, der viel an sich reißen kann. Und dann müssen natürlich wie Davy Klaassen und so, die und auch Şahin, da muss mehr kommen. Und wenn die zusammen das dann jetzt anpacken, glaube ich, kann das auch hinhauen. Wo sollte denn Baumann noch, auf welchen Positionen sollte er noch was machen, wenn noch was gemacht werden muss? Und wenn nichts mehr passiert, trotzdem noch zuversichtlich auf die neue Saison? Das in erster Linie, weil wir haben eine gute Mannschaft. Ja, die ist auch zusammengewachsen und das wissen wir aus den ganzen Jahren, wenn eine Mannschaft zusammenwächst und füreinander da ist, ist sie erstmal schwer zu schlagen. Ich würde mir aber doch wünschen, vielleicht im defensiven Bereich und im Mittelfeld, dass da vielleicht nochmal 2 Kandidaten, vielleicht 3 nochmal dazukommen, um auch vielleicht Konkurrenz zu schüren. Ja, und das wäre also mein Wunschdenken in dem Sinne. 2, 3 Leute noch, Abwehr, Mittelfeld und dann denke ich, ist Werder gut aufgestellt. Wie erleben Sie das eigentlich hier? Gab es das bei Ihnen damals auch schon, dass irgendwie rund 1000 Fans mit der Mannschaft mitreisen für ein Trainingslager? Wir reden hier von einem Trainingslager irgendwo in Zillertaler Alpen. Absolut. Und 1000 grün-weiße Fans reisen der Mannschaft hinterher. Kennen Sie das von damals auch so? Nein, für mich sensationell, dass ich das wirklich jetzt so sehen kann und mir angucken kann. Ich wollte es sehen. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist einfach sensationell. Wir durften ja nie, unter Otto, durften wir nie ins Trainingslager. Otto hat gesagt, zu Hause im eigenen Bett ist es besser und dann könnt ihr auch besser trainieren. Er hat mit uns nie ein Trainingslager gemacht und hat aber auch was gebracht. Hat auch was gebracht. Trotzdem haben Sie als Ex-Profi natürlich auch Trainingslager absolviert damals. Ja. Für unsere Zuschauer noch eine Anekdote in petto. Mal so nachts aus dem Hotel ausgebrochen oder so? Das waren ja eher die Zeiten bei Ihnen als heute, wo das noch möglich war. Wenn ich es etwas überspitzt sage, waren wir öfter unterwegs wie im Hotel. Aber wir haben immer gesagt, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und da waren wir immer, sagen wir mal, auch ganz weit vorne. Wir haben es das ein oder andere Mal übertrieben.
muss ich ganz ehrlich sagen. Wie können wir uns das vorstellen, wenn Sie sagen übertrieben? Ja, wenn ich jetzt von meiner Person spreche, habe ich das mit Sicherheit übertrieben, was mit dem Alkohol zu tun hatte. Habe aber dementsprechend aber auch immer Leistung gebracht, war immer da, bin immer vorne wegmarschiert. Das geht heute alles nicht mehr, gerade weil auch ihr in Scharen jetzt unterwegs seid und alles genau beachtet. Wir hatten einen, den haben wir ab und zu mal mitgenommen, den haben wir zum Glas eingeladen, dann konnte er nicht schreiben. Aber das sind so Sachen, das ist heute schwierig. Ich muss das auch eben ganz klipp und klar sagen, ist der Zeit geschuldet, der Fußball hat sich entwickelt, viel mehr Kommerz, man muss eben den ganzen Sponsoren und alles und den Anfragen muss man gerecht werden. Da muss ich sagen, hätte ich heute mit Sicherheit ein leichtes Problem mit, ja. Wo sehen Sie denn Werder am Ende der nächsten Saison? Ich würde mir wünschen, dass wir erstmal einen super Auftakt haben, dass wir da unten nichts mit zu tun haben, dass wir im gesicherten Mittelfeld sind und dann vielleicht mal zeitiger oben anklopfen können, weil ich sag mal, mit 2, 3 Vereinen oben wird man wahrscheinlich nicht konkurrieren können. Immer wieder die gleichen, ja, Bayern, Dortmund, Leverkusen, aber danach ist mit Sicherheit alles offen. Und wenn man gesehen hat, was man alles verspielen kann an Borussia Mönchengladbach mit einem 10-Punkte-Vorsprung, einen Champions-League-Platz verspielt mit einer grottenschlechten Rückserie, war aber umgekehrt auch noch viel, viel mehr drin, wenn man jetzt nur 1, 2 Spiele gewinnt. Das muss man sich mal vorstellen. Und da glaube ich, wenn die ersten 3 Mannschaften so ein bisschen weg sind, haben wir dahinter 10 Mannschaften, die sich um alle anderen Plätze kloppen. Und dazu zähle ich auch Werder. Was machen Sie eigentlich gerade, wenn Sie nicht gerade hier im Zillertal der Mannschaft beim Training zugucken? Sie sind ja nach wie vor in Bremen. Was machen Sie neben dem Trainingsplatz so? Wir sind seit 7 Jahren unterwegs aufgrund des Buches. Ich bin in ganz Deutschland in Vereinen, in Schulen, in Kliniken, in Firmen, halte Präventionsvorträge, seelische Gesundheit, psychische Belastungen. Und wir werden auch jetzt in Bremen, mit Werder Bremen, mit der AOK, werden wir jetzt die Auftaktveranstaltung, haben wir schon gemacht, Präventionsvorträge in Schulen halten in Bremen, weil mir Bremen sehr am Herzen liegt. Und ich fühle mich inzwischen wieder sehr, sehr wohl in Bremen, bin wieder öfter da, auch bei den Spielen. Es macht einen Heidenspaß. Und da denke ich, dass wir in Bremen einiges bewegen können. Gerade was die Prävention betrifft, was die Sucht betrifft. Immer mehr Jugendliche, Internet, Handysucht, Alkohol, Drogen, Medikamente. Und da bin ich natürlich prädestiniert, weil ich den Scheiß selber alles durchgemacht habe und mich da rausgeholt habe. Und da sind wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch weiterhin gefragt. Dabei alles Gute und danke für das Gespräch, Dankeschön. Herr Borowka. Danke. Danke. Danke.